Ich habe viele Erfindungen schon als kleiner Bube gemacht. Ich habe gemacht zum Beispiel, ich bin den ganzen Tag herumgelaufen, dazu bin ich heute gesund. Damals war ganz etwas anderes. Wir Jungen haben den ganzen Tag waren draußen, abend bin ich ganz schmutzig gekommen und ich habe mir immer so Nase geputzt. Ja. Und meine Mutter hat mir geschlagen, dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Habe ich einen Stumpf abgeschnitten. Und habe sich herübergezogen und sage, Mutter. Dann hat Stumpf hinuntergenommen und hat ihn gewaschen. Ja. Damit das Hemd nicht dreckig wird. Ja, und heute haben wir Tennisspieler, alle so ein Stumpf. Herr Florianczyk, wie viele Erfindungen, wie viele Patente haben Sie eigentlich? Ich habe patentiert 400. 40 waren gut, 360 habe ich weggeworfen. Also das heißt, mit 40 Patenten haben Sie quasi das, haben Sie ein Vermögen aufgebaut und mit 360 nicht. Ja, ja, weil Sie müssen etwas wissen, das ist Erfinder ist der gefährlichste Beruf. Dann kommen Casino und dann Aktien, Sie wissen ja selbst, erst dann kommt Mafia. Jeder ist führend, jeder kann etwas machen. Jeder nur muss glauben, perfekt machen. Schauen, ob existiert. Ja? Und Sie können nur einmal präsentieren und sagen, das ist Erfindung, da ist Patent, so viel kostet und nichts mehr braucht. In München war Firma Busmann, Herr Grasinger war Besitzer. Und ich komme einfach drin, habe ich etwas auch gedacht, wie kenne ich ihn? Ich habe ein perfektes Modell gehabt, zu zeigen. Sekretärin sagt, Sie kennen sich, was glauben Sie, Sie müssen in einen Monat kommen. Sie. Aber also, Sie wollten quasi mit Ihrem Modell, mit Ihrer Erfindung zu diesem Vorstand eines deutschen Konzerns? Ja. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, gehen Sie zu Herrn Grasinger, sagen Sie, da ist ein verrückter Erfinder. Er zeigt Ihnen in 30 Sekunden, dass ist diese Erfindung gut und sagen Sie, wenn es nicht gut, sollten Sie mir eine Ohrfeige geben, eine Huste. Die kommt hinein, hat gesagt, schauen Sie, was hat er gesagt. Er hat begonnen, gesagt, bringen Sie diesen Narren hinein. Ich komme zu ihm, habe ich gehabt, aus Holz gemacht, perfekte Funktion. Und wirklich in 10 Sekunden, ich habe diese Schließhandschuhe gezeigt, so, er hat nur so gemacht. Aufgestanden, hat er gesagt, Florianczyk, jetzt ist dieser Oktoberfest. Abend haben wir den Sohn in Käfer diesen Ding gegessen und ich habe erst fest was getrunken. Was ist eigentlich das Schwierige im Erfindungsprozess? Wo sehen Sie die größte Hürde? Ja, die größte Hürde in der perfekten Modell haben und ein hundertprozentiger Mitarbeiter, ja, und ihn perfekt bis Ende zu machen. Vielleicht werde ich zeigen. Schauen Sie, aus Holz. Diese macht die größte Fabrik in Südtirol. Das ist, ich wollte immer Schuhe anziehen und ausziehen, ja. Aber ich sage, gut, ich ziehe Schuhe an, ja, und ich tue sie ausziehen, ja. Und sie alle sehen, nein, ne? Und da ist ein Hase, heißt auch Rabbit, ja. Jetzt wird Herr Hefner, da noch ein Schwanz hinten für Reklame. Ja, Hefner, Häschen. Ist nicht gut für Weihnachten. Ja. Und übrigens, Herr Hefner hat mich sogar eingeladen, weil war ich dreimal in Playboy war ich. Und das ist fantastische Reklame, war mir. Was geben Sie eigentlich jungen Leuten, die hier an der Hochschule versuchen, Innovationsmanagement studieren und versuchen, innovativ zu werden
oder ihre Innovationen umzusetzen, was geben Sie denen für ihr Leben mit? Was ist das Wichtige? Ja, die müssen alles schauen und probieren und auch wenn etwas fertig ist, sagen, wie kann ich das noch besser machen, das patentfähig ist, weil jetzt kommt es. Merken Sie ja, ich war Visionär, das weiß ich ganz genau. Jetzt kommt Visia, Fantasia, Idea. Da drin ist, jeder kann etwas machen. Und das ist sehr wichtig, weil sonst Chinesen sind zu billig. Ich möchte auf eine Anekdote noch einmal zurückkommen, die mir besonders gut gefallen hat. Mit diesem Webstuhl, haben Sie schon erwähnt, haben Sie 100.000 damals Schweizer Franken verdient. In dem Film im slowenischen Fernsehen hat Sie der Redakteur gefragt, was das damals für einen Gegenwert war. Und Sie haben gesagt, damit hätte man 2 Häuser in Davos kaufen können, also 2 schöne große Häuser in Davos. Ja. Dann hat er Sie gefragt, haben Sie 2 Häuser gekauft? Da haben Sie gesagt, nein, Sie haben es invested in pleasure, haben Sie hier gesagt. Ja, was wollen Sie? Wissen Sie, was ich Ihnen eigentlich sage? Verbrauchen Sie alles. Das wären Sie nicht die Reichste auf Friedhof. Und dass Ihre Kinder werden sich nicht zerstreiten.